Herzlich willkommen zur Pressekonferenz zwischen dem ESC Geretsried und dem ERV Schweinfurt. Spielstand 4:3 vor 269 Zuschauern. Ich begrüße den Gästetrainer Andreas Kleider und natürlich unseren Trainer Randy Neal. Ja, Andreas, deine Einschätzung zum Spiel? Ja, schönen guten Abend. Ich kann es relativ kurz machen. Erstes Drittel war, haben wir ein bisschen verschlafen. War Geretsried brutal stark, Banden zugemacht. Ich meine, Banden sind schnell. Wir wissen, was passiert, wenn wir die Scheibe in die Bande schießen. Da waren wir nicht wach genug. Zweiten Drittel ist besser geworden. Ja, und dann schlussendlich dann kriegen wir hinten zum Schluss dann die Scheibe nicht ins Tor. Und ja, über andere Sachen will ich jetzt gerade überhaupt nicht reden. Danke. Andreas, vielen Dank. Ja, du hast schon angesprochen, klares erstes Drittel, 2:0, hochemotionales zweites Drittel, würde ich sagen, und ein eher ruhiges drittes Drittel. Randy, wie hast du das Spiel gesehen? Naja, servus bei uns, erst im Spiel heute, wir haben gewusst, es wird nicht einfach, weil gerade nach dem Freitag haben wir viel Kraft hingelassen, weil der Boden war viel robuster und körperlich betonter und haben viel einstecken müssen. Und dann haben wir noch neue Spieler verloren, der Haramiki hat abgefehlt, so zwei Mittelstürmer mit der Maiveni und der Haramiki. Und dann darf ich nichts vergessen, der Burschi und der Xaver. Das ist nicht einfach so zu verkraften und ich habe echt gehofft, dass wir kommen raus und machen schon Druck und weniger Fehler hinten. Das war teilweise der Fall und dann haben wir nur kurz im zweiten Drittel, die Strafe, dass die Jurys haben gedacht, wir mussten eins pfeifen, haben wir eins gegeben, haben diskutiert lang genug. Und wahrscheinlich gesagt, ja, mein Spieler geben wir eins. Okay. Und dann haben wir das Tor kassiert, dann haben wir den Faden ein bisschen verloren. Und das zweite Tor gleich danach. Aber dann waren wir wieder dabei und meine Strobe hat zwei Pfostenschüsse gehabt. Und wir haben das Spiel von meiner Ansicht geht 7:2 aus, das ist alles in Ordnung. Insgesamt haben wir gespielt für Rollen spielen. Die Jungs haben mit Herz gespielt und immerhin im dritten Drittel, die Chancen, was der Gegner hat gekriegt, haben wir eher von unseren Schläger gekommen. Der eine Tor da, wo der Merle hat zu der Mitte gepasst. Das passiert so mal in der Hektik. Was ich begreife nicht, und dann muss ich sagen, das sage ich immer selber an Schiri, dass wenn du bist der Linienrichter und du hast nur Abseits und Icing zum Pfeifen. Mensch Meier, das sollst du pfeifen. Die haben ein paar Mal den ersten Drittel und Abseits, aber ein Meter drin, hat einen Eingang gehabt. Das ist nicht reingeladen, ist okay, aber. Und dann im dritten Drittel das gleiche Fall wieder und in der Folge, 10 Sekunden später, haben wir Strafe. Und es ist nicht schwer. Ich war selber schwer. Es ist nicht schwer, muss ich schon sagen. Abseits und Eisling ist es nicht schwer. Ja, man muss ergänzen, heute vier Schiedsrichter auf dem Eis, ja, vielleicht einer zu viel. Ja, ja, das ist immer der Fall, das macht nichts. Wir müssen auch lernen und was weiß ich. Und eine Pfeife so und die andere Pfeife so. Das wird in der Liga nie ändern. Das ist auch okay. Ich sage, wir müssen es auch lernen. Aber für einen Verein, solche Sachen sind spielentscheidend. Das ist ein Mega. Und dann verlierst du ein Spiel wegen solcher Sachen. Es ist Geld. Es ist. Und ich muss sagen, ich kann nur noch einmal betonen, Icing und Abseits ist nicht schwer. Ja. Andreas, du wolltest zwar nichts mehr sagen, aber was war dein Grund für die Niederlage für das Spiel? Ja, dass wir einfach zu oft Unterzahl gespielt haben. Und da bin ich mehr oder weniger bei der gleichen Meinung. Okay. Wie Randy, der muss halt an den Bändern auf beiden Seiten zu pfeifen, zu kleinlich pfeifen. Klar, Eishockey immer noch, also das dürfen wir noch nicht vergessen. Ja, ich muss dazu sagen, absolut insgesamt. Es ist eine Liga mit eigentlich einem bestimmten Niveau, muss ich schon sagen. Und das von den Eishockey-Leuten, das Niveau muss sich anpassen. Und es kann nicht immer sein, dass wegen solchen Kleinigkeiten dass das Spiel wird kaputt gepfiffen. Und muss ehrlich sein, ich weiß nicht von oben warum. Es ist in, wenn du schaust, in anderen Ligen so, es ist nicht so, mein Gott, das ist so kleinig, das Strafen, was der kriegt, ist lächerlich. Ich muss nicht sagen, dass das Spiel in Erding letzte Woche,
es ist lächerlich. Wir haben 22 zu, was weiß ich, 6 oder 8 Minuten in das Video geschaut, wenn es war 10 oder 12 für uns zu 6 für ihn. Es ist in Ordnung, aber es ist krass. Wir wollen Eishockey spielen, wir haben gesagt, bitte an den Verband, lass uns Eishockey spielen. Die Burschen sind gut genug zum Spielen, wir wissen es schon. Da sind wir schon mal ein bisschen bei der Formalität. Das wäre meine letzte Frage. Was sagt ihr beide zum neuen Spielmodus? Keine Playoffs, keine Playdowns, Andreas. Wie findest du diese Entscheidung? Ja, wir müssen sie so annehmen, wie sie ist. Also ich sage jetzt mal, steht ja immer noch nicht so richtig fest. Gibt es jetzt einen Absteiger, gibt es keinen? Das weiß ja keiner so richtig. Also von daher, wir spielen jetzt Woche für Woche, spielen wir jetzt und dann zum Schluss werden sie irgendeine Entscheidung fällen. Keine Ahnung. Ja, das ist der nächste. Also, ich bin lang in Deutschland, vielleicht zu lang, ich weiß auch nicht, aber Verband, das ist irgendwie so in meinen jüngeren Jahren mit dem Verband zu tun. Der soll eine Entscheidung treffen, dass der Verein nicht wissen, was es überhaupt los ist. Das ist, muss ich sagen, wir machen einfach eine Entscheidung und kein Mensch weiß Bescheid und dann, oh, okay, wir haben das zu akzeptieren. Und jetzt, wir wissen nicht, gibt es Absteiger, gibt es keins? Der Oberliga hat eine Aussage gemacht, am Freitag gibt es keine Ausgänge. Okay. Dann der Verein kann planen, was ist los. Und muss ich sagen, ich darf es nicht vergessen, der Corona-Scheißdreck, was läuft ab, das hilft uns. Wir waren letzte Woche endlich fast komplett in Erding und haben wir unsere Stürme gehabt und. Und dann bumm, 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 haben drei Corona-Fälle und dann kriegst du eine Verletzung noch dazu und dann stehst du da mit 14. Und jeder Verein ist betroffen. Es ist sportlich nicht fair, das soll nicht. Ausende, keine Absteiger, jeder kann planen, jetzt schon für die nächste Saison und. Vielleicht gibt es ja noch eine Aussage dazu. Ich hatte Oberliga, hast du gesagt, kurz klar angesprochen. Ja. Jetzt haben wir die Aussage, keine Playoffs, keine Playdowns, schauen wir, was passiert. Ja. Freu dich vielleicht oder für die Mannschaft des ESC Geretsried heute 4:3. Ja. Gibt es noch Fragen von der Presse? Keine. Ja, da kannst du mir was fragen. Ich bin fertig. Andreas hat fertig. 4:3 für den ESC Geretsried gegen ERV Schweinfurt. Vielen Dank. Schönen Abend.